Was bisher geschah. Wir haben mit unserer kleinen Truppe auf dem frisch gewipten Rust-Server angefangen zu spielen und wir haben uns einen ebenen kleinen Spot in der Wüste gesucht, wo wir die Base bauen wollten. Am Anfang schien alles ganz gut zu laufen. Die Base wurde immer größer, wir waren hoch motiviert, aber wir hatten auch Nachbarn. Und denen hat es gar nicht gefallen. In einem Moment der Unachtsamkeit haben die Nachbarn versucht, uns zu raiden. Wir konnten unser Heim zwar verteidigen, aber trotzdem hatten wir immer wieder Geplänkel mit den Nachbarn. Und wir hatten ein Ziel: Rache. Fest entschlossen haben wir genug Rockets zusammengefarmt, um die Nachbarn von der Landkarte zu entfernen. Zu dem Zeitpunkt sah die Base schon sehr, sehr fett aus. Es haben nur noch Turrets gefehlt, sonst war sie schon fertig. Außerdem war sie bis oben hin voll beladen. Waffen, Gearsets, Rockets, alles was man braucht. Doch zu dem Raid kam es nicht. Als wir auf dem Weg waren zu der gegnerischen Base, um sie auszuspionieren, wurden wir selber angegriffen. Wir haben unser Bestes gegeben, aber die Gegner sind schon zu weit vorgedrungen. Wir konnten einige töten, aber sie waren uns qualitativ und quantitativ einfach überlegen. Nach einer Willensschießerei sind die Gegner bis zum TC vorgedrungen und konnten die Base übernehmen. Somit hatten wir keine Base mehr. Wir haben alles verloren, was wir hatten, aber ich wollte nicht aufgeben. Es wurde eine neue Location gesucht und ein neuer Plan stand für eine neue Base. Bis auf einmal bei mir Betten auftauchten mit dem Namen Base. Und hier knüpfen wir heute mit der Geschichte an. Es stand ein Typ vor mir. Es hat sich herausgestellt, es ist einer unserer Zuschauer gewesen. Aber es wird noch verrückter. Er will uns die Base schenken, weil anscheinend seine Teammates aufgehört haben zu spielen, also spielt er alleine. Ich habe ihm angeboten mitzuspielen, aber er hat abgelehnt. Das Verrückteste bei dieser Geschichte ist, es ist genau die Base, die wir eigentlich raiden wollten. Das sind die Typen, die uns gestern versucht haben zu raiden und mit denen wir uns die ganze Zeit Schießereien geliefert haben. Nee, hast vergessen einzutippen. Keiner, wenn deine Mates komplett aufgehört haben, kannst du gerne mitdaddeln. So, wir suchen immer Leute. Leck mich am Arsch. Bei solchen Codes, da kannst du aber auch vor der Tür stehen bleiben, alles ausprobieren. Ich hab oben Stromschalter umgelegt, aber ich weiß nicht, für wie viel Turrets der gilt. Ich glaube, die Außenkapot-Turrets, die müsste ich manuell noch irgendwie ausmachen. Jo. Wo ist denn der Schalter? Ah, hier. Root Combiner. Okay, danke, klar. Der Kollege hat uns noch das Stromsystem gezeigt, denn die hatten sehr viele Turrets auf der Launchsite looten können, als auch wo etwas ist. Die Base schien zwar sehr leer zu sein, aber hey, wir haben mal wieder eine Base und wir müssen nicht komplett von neu anfangen und dafür sind wir sehr dankbar. Nachdem wir mit dem Kollegen noch ein paar Worte gewechselt haben, haben wir unser ganzes Team eingeladen, haben wir uns an den Turrets autorisiert, uns nochmal alles angeschaut und uns einen Plan gemacht. Unser Ziel war es jetzt erstmal die Base weiter auszubauen und ein paar Items und Ressourcen farmen, damit wir uns Waffen und Gearsets craften können. Als erstes brauchten wir einen Helikopter. Die Base hatte sehr viele Komponente, denn auf der Launchsite farmst du sehr, sehr viel von denen. Wir haben erstmal alles, was wir entbehren können, mitgenommen und haben uns auf den Weg Richtung Bandit Camp gemacht, um dort alles zu grinden. Der Weg dorthin ist weit und es war sehr hart, denn wir konnten jederzeit alles verlieren. Wie ihr seht, unsere neue Base ist bei H7 und wir müssen nach K13, da wo das Bandit Camp ist. Ein ganz gefährlicher Weg, denn wir müssen durch die Launchsite. Kurz vor dem Bandit Camp mussten wir durch einen Raid durch. Ein Sniper auf dem Dach, paar Spieler unten im Wald. Wir wollten uns mit denen gar nicht anlegen, sondern uns einfach nur vorbeischleichen. Der Sniper da, wir müssen unter dem durchlaufen. Der ballert auf den AK-Spieler. Der AK-Spieler. Lauf, 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 lauf. Der lädt nach. Jetzt versucht er mit LR. Oh, die haben eine M2 im Heli. Lauf durch die Bäume durch. Auf dich? Bist du tot? Egal, egal, lauf, 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 lauf. Im Bandit Camp angekommen, haben wir angefangen alles zu scrappen. Wir hatten eine Menge dabei, also hat es etwas länger gedauert. 2300 Scrap, das ist eine Menge. Ein Heli kostet 750. Damit können wir uns schon mal 3 Stück kaufen. Meine Kameraden haben auch noch was zum Grinden und da ich sehr ungeduldig bin, bin ich ein bisschen gambeln gegangen.
Ja, erstmal 1200 Scrap gewonnen. Ja, moin. Nun hatten wir einiges an Scrap. Wir haben uns 3 Helikopter gekauft und von dem Rest-Scrap haben wir uns ein paar LRs gekauft. Dem ganzen Zeug wird jetzt nach Hause geflogen. Auf dem Rückflug ist uns mal wieder was aufgefallen. Wir haben neue Nachbarn und die mögen uns wieder nicht. Digga, ich schwör, die campen uns ab, ne? Gleich gibt's Rache. Hier gab es jetzt ein kleines Geplänkel zwischen uns und den Nachbarn, aber ist keiner als Sieger hervorgetan. Beide haben ein bisschen geroofcampt, sind unten rumgelaufen, haben sich gegenseitig erschossen, beide schienen aber ziemlich arm zu sein. Beide Teams schienen nicht die Ressourcen zu haben, um die gegnerische Base zu raiden. Mit den Helikoptern sind wir ins Schneegebiet geflogen, haben dort etwas gefarmt und haben beschlossen, die Base weiter auszubauen. Und sobald das Dach halbwegs fertig war, habe ich angefangen, die Elektrik umzubauen. Da das neue Stromsystem jetzt besteht, werden wir alle Turrets umleiten. Die Base macht sich langsam. Wir craften noch ein paar Öfen, um schneller Erze zu schmelzen und platzieren diese. Währenddessen hat ein anderes Team den Tank gemacht, aber unsere Nachbarn, die gerne snipern, provozieren die mit Schüssen. Unser Problem, wir liegen genau dazwischen. Das Problem ist, wir sind gerade von zwei Seiten. Holen in der Saal, dann holen wir die. Ging sofort links. Ich bin tot, fuck. Hast du ihn getötet oder nicht? Er ist tot, er wurde weggesniped. Loot bitte meine Sachen, wenn es geht. Loot bitte meine Sachen. Ja, ja. Camp an der Tür. Oh, okay, wir haben. Die kommen jetzt pushen. Bleib an der Tür, geh nicht raus. Ich gehe von der anderen Seite. Die pushen mit L96 uns, das ist gut. Die pushen das andere Team. Wir sind halt wir werden von zwei Seiten weggepusht. Da liegen ganz viele Tote. Wo hast du das reingedroppt? In der Main Base? Oder wo? Nee, ja. Wie nur hast du das? Ja, lootet jetzt alles da. Er ist ganz oben.
hab einen down, der kann seine Leichen nicht looten. Kannst du mir die L96 bringen? Wer du bist hier? Drei von den tot, vor unserer Base, Bertro. Bring mir die L96 und dann geh die Leute looten. Ich hol den Sniper aber vorher. Schnell. Ja, der hat Hits. Ich hab leider kein Laser. Sind down? Einer von den Super Low. Ich bin ein HP. Die kriegen sich nicht gelootet. Lass dich nicht beschießen. Die wollen. Drei tot. Eine wollen noch. Nur noch ein Spieler hier vor mir. Aber mir geht, ich habe nur einen Schuss. Sniper hat Hit, ihr könnt jetzt los. Geht raus. Ne, da ist einer hinter der Wall. Okay, sind noch drei. Scheiße, ich muss in die Base gleich Muni machen. Haben wir gar keine Base, Muni mehr in der Base? Er hat einen Headshot. Ich weiß nicht, ob er down ist. Ich glaube, alle tot hier. Nur noch der Sniper ist oben. Und eine LD. Der wird euch nicht mehr stören. Ich habe noch 20 Schuss. Es liegen halt 5 vollgegierte Leichen hier. Genau, wenn du bei mir hier rausgehst. Wenn du, du kannst bei mir Tor aufmachen, aber ich muss vorher Muni machen. Hab Hit. Oh, der wird jetzt looten. Ja, die kommen looten. Oder seid ihr das? Ne, ich bin gerade low. Ja, zu dritt. LR ist hier, das ist die letzte LR, das ist die letzte LR. Fünf Leichen liegen da voll gegiert. Tür bitte nicht aufmachen. Oh, schade. Mir ist die Muni ausgegangen.
Kannst du. Komm hier hin. Der Sniper da. Du wirfst halt im Sniper seine Reichweite. Wirf hier. Ich geb gleich Deckung, dann kannst du rausgehen. Gib mir noch die Kleidung. Ich nehme mich mit, ja. Komm hier hin. Ich bin am Craften, ja. Warte. Lass mich vorher mal gucken. Hast du? Haben die alle Leichen gelootet? Ne, da liegen noch, ich sehe die Waffen noch. Ja, da sind noch mehr Sets. Ist kein Laser an der Bolt? Oh. Alles gut, wir können weitermachen. Ein Spieler ist da nur noch, aber mit Hasi. Es kommen zwei Leute wieder looten. Einer ist mit Looten da. Die haben M2 geholt, oh Scheiße. Einer down vor der Tür mit hier. Mach die Tür auf, loote sofort. Ich mach die auf. Loote den sofort. Ne, der hat scheiß durch. Er hat Hit. Okay, Schütze hat Hit. Wir machen weiter, nicht aufgeben. Sniper hat Hit. Die sind immer noch zu zweit hier. Einer wieder tot von denen. Sie, also low Gear, aber könnte gute Waffe haben. Einer ist gegenüber am TC. Noch einer tot. Am TC, rechts vom TC. Einer ein bisschen weiter rechts vom TC, aber das ist ein Spieler. Ich will ihn noch. Ich versuche ein bisschen den Sniper abzulenken. Ich krieg Headshots, ich weiß nicht woher. Irgendwo ein Charlie. Ah, okay, er pusht nicht. Ich werde von vielen Seiten gepusht. Ja, Gott sei Dank, ich glaube 8 Leute hier oder so. Die haben 4 auf Stein gefühlt, einen Sniper und 4, die noch looten. Also, ich denke, das ist ein 8er-Team so. Ah, der campt jetzt. Das geht. Ich versuche hinter dem zu spawnen. Ich guck mal, wie viele da sind. Ich sehe einen Sniper. Den haben 2 Schützen. Ne, da sind die. Boah, einer legt sich durch. Hier liegen auch ohne Ende Leichen. Ne, ich sehe nur noch 3 Leute. Ne, 4, 5. Boah, da hinten kommen noch 2. Naja, da steht einer am Tor. Ich versuche damit eben den Doorcamper wegzuballern. Er hat einen Headshot. Nimm die Waffe, lauf zur Wand. Er wird sich heilen. Einfach im Durchlaufen die Waffe nehmen und zur Wand laufen. Das war die Möglichkeit. Die rainen uns jetzt, die werfen C4. Nee, machen die nicht. Fehler. Na okay, das war's. Wir lassen die abzischen. 5, 2, 4, 5, 6. 6 Leute sind das. Und die stehen da zu zweit. Da. Er hat einen Hit. Er geht zurück.
Chillst du? Die haben jetzt zwei Sniper oben, sind doch 7 Leute. Was war das? Der Heli ist kaputt, oder was? Okay, ich glaube, die laufen weg. Okay, die werfen jetzt zu viel. Ja, die werfen zu viel. Macht alle Türen zu, macht drinnen alle Türen zu. Ja, tot. Bertu, mach alle Türen zu. Sind also alle Türen offen jetzt? Unsere Turrets ballern gut rein. Die werden an den Turrets richtig zu nagen haben. Leider habe ich noch nicht alle Turrets auffüllen können. Ich brauche unbedingt eine AK. Die AKs von uns sind weg alle, ne? Scheiße. Mach alle Türen zu, mach alle Türen zu. Aber warte, ich kann respawnen. Ich mach alle Türen nach oben hin zu. Dann geh du nach unten, geh du nach unten. Mach du nach unten hin alle Türen zu. Wie weit bist du? Ja, geh ganz nach unten, mach alles zu. Hier, mach unter mir alles zu. Ich mach hier, die geht durch. Mach alles zu unter dir. Einer tot draußen. Ich bin auf dem Dach. Einer tot von denen. Außerhalb. Die smoken mich wieder. Arme Smoke verkackt. Der hat sich gelootet. Dürfte wieder liegen. Außerdem ihn geil. Wir müssen die Wände zugebaut bekommen. Wir haben irgendwo Holzwände externals, ja. Versuch vom Dach einfach runter zu jumpen. Oh fuck, ich hab gefehlt, ich hab gefehlt, ich hab gefehlt. Wieso mach ich denn das? Er ist down, L96 ist down. Müsste down sein. Ich kann dir ein bisschen Deckung geben. Er geht da mit einem fetten Armor hin. Er hat den hochgeholfen. Digga, er geht mit diesem Juggernaut-Armor hin, da konnte ich gar nichts gegen machen.
Die laufen weg, die laufen weg, die laufen weg. Replace die Wall. Nein, nein, die laufen weg. Ich sehe die, wie die weglaufen. Wie ihr gesehen habt, waren wir nur 3 Spieler, die verteidigt haben. Gegen ein ganzes Squad. Zum Glück haben wir vorher das ganze Elektrosystem gemacht und hatten genug Turrets aufgesetzt, denn die Gegner waren von denen so sehr genervt, dass sie sich ab hier aus zurückgezogen haben. Somit haben wir jetzt das zweite Mal schon unsere Base erfolgreich verteidigt. In der nächsten Folge wird es einen Seitenwechsel geben. Wir haben jetzt oft genug verteidigt, es wird Zeit, dass wir angreifen. Ich möchte euch nicht zu viel verraten, aber darunter werden Online-Raids sein gegen 2 Teams. Also seid gespannt drauf.